jetzt bin ich gespannt. Der Micha ist hier und du wolltest uns was über Wasser erzählen. Also über, sagt man Tattoo-Wasser oder wie sagt man das? Nein, also es ist immer noch Wasser, es ist Wasser. Das Wasser ist nur gereinigt, also ein sehr reines Wasser. Es ist nichts mehr drin außer Wasser. Okay, aber das ist jetzt mal für die anderen, wenn man das Tattoo zwischendurch sauber macht, dann wird ja immer Wasser drauf gemacht und nochmal drüber gewischt, ne? Dieses Wasser, um das geht's. Genau. Genau darum geht es. Also nicht nur das, sondern eben auch das, um die Nadeln auswaschen, um die Farben zu verdünnen. Also komplett der ganze Arbeitsablauf, das Verbrauchwasser vom Tätowierer. Und da wird bis jetzt immer Trinkwasser, also Leitungswasser genommen? Die meisten verwenden Trinkwasser oder das, was man im Baumarkt kaufen kann, unter destilliertes Wasser. Na? Was aber kein destilliertes Wasser ist. Es steht zwar immer destilliertes Wasser mit drauf, ist aber eigentlich gemacht für Bügeleisen, Autobatterien und zum Pflanzen absprühen, weil es keine Kalkflecken gibt, weil sie haben nichts anderes gemacht, wie das Wasser entsalzt. Das heißt, es hat nur keine Mineralien mehr drin, aber es hat genauso viel oder noch mehr Viren und Bakterien oder Keime mit drin. Oh, okay. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dem Destillationsprozess. Wird es nicht gekocht, um destilliert zu werden? Wie ist das? Um Wasser zu destillieren oder um es so zu verwenden, dass es wirklich reinkriegst, müsstest du es dreimal destillieren. Und dieses Wasser ist wirklich sehr, sehr teuer, weil natürlich der Aufwand dann sehr, sehr groß ist, also der Energieaufwand schon sehr groß ist, um ein Wasser zu erreichen, das frei ist von Viren und Bakterien. Das gibt es auch, klar, das kann man auch kaufen, in der Apotheke kannst du das kaufen, ist aber utopisch teuer. Und dann normales steriles Wasser kannst du auch kaufen, das kostet so 5 Liter ungefähr 25 Euro, auch in der Apotheke. Und wie genau geht ihr da vor oder willst du gar nicht so viel verraten? Nein, das kann ich schon verraten. Das Wasser wird gefiltert, also auf eine besondere Art gefiltert. Eben so, dass nichts anderes mehr übrig bleibt, wie nur noch das Wassermolekül. Wir haben uns die Anlage eben so bauen lassen, dass es so funktioniert. Aber es ist ja eben nur ein Teil davon, was wir anbieten wollen. Also, dass wir ein Wasser haben, das ist absolut frei von Mineralien, Bakterien, Keime, Viren und allem, was mit drin ist, um zu tätowieren, um diese Lücke zu schließen. Haben dann aber eben noch ein Produkt, um vorzubeugen. Weil natürlich, egal ob das steriles Wasser, destilliertes, also richtig destilliertes Wasser oder unseres Wasser verwendest, es verkeimt ja trotzdem wieder. Ja. Na, bleibst eine Zeit lang stehen, verkeimt es wieder. Der Tätowierer, wenn er seine Nadeln auswäscht, dann verkeimt es natürlich wieder durch das, was mit dabei ist. Genau. Und dann haben wir einen Zusatz, der wird auch aus Wasser hergestellt. Aber dieser Zusatz wird elektrochemisch verändern. Es kommt nichts mit hinzu, aber wir können das Wasser so verändern, dass es eine desinfizierende Wirkung hat. Ich wollte gerade sagen, also ihr desinfiziert sozusagen das Wasser mit Wasser. Ganz genau. Das ist ja verrückt. Strange, oder? Ja, genau. Aber das ist ein zugelassenes Kosmetikprodukt in ganz Europa. Wir haben es von Dermatest testen lassen, haben die Note sehr gut enthalten. Also sie haben es wirklich am Menschen getestet. Es gibt keine allergischen Reaktionen darauf. Wir haben es von unabhängigen Laboren testen lassen, also die Keimreduktion. Also wir können garantieren, dass innerhalb von unter 60 Sekunden wurde Sterilität wiederhergestellt, also in dem Testverfahren mit dazu. Besser geht nicht. Das heißt, jegliche Verkeimung in den Arbeitsgeräten, das heißt die Squeezeflasche oder in den Bechern und so weiter, wird durch dieses Wasser eliminiert. Beim Abwischen wird praktisch der Kunde jedes Mal desinfiziert, ohne dass es in irgendeiner Form Reizungen gibt oder dass es brennt oder Rötungen oder irgendwelche Nachteile. Was? Ja. Also nochmal für mich, also für Dumme. Ihr habt einmal dieses, sag ich mal, reine Wasser und dann habt ihr noch eine Wasserlösung, nenne ich es jetzt einfach mal, genau, die das Wasser auch wieder säubert, desinfiziert, wenn das im Gebrauch war. Nein, uns ging es im Endeffekt nur darum, wenn du reines Wasser in Behältnisse bringst, die ja vorher nicht wirklich rein sind, dann bringt auch das reine Wasser nachher nichts mehr, wenn schon wieder Keime vorhanden waren. Und eben mit diesem Produkt können wir garantieren, dass selbst wenn noch Keime vorhanden sind, diese über den kompletten Zeitraum, also über den Tag hinweg, eliminiert werden. Okay, also das Wasser ist so gut, dass wenn ich das jetzt in meine Kaffeetasse tun würde, dann könnte ich danach mit dem Wasser Tattoos abwischen, frische. Ja, ganz genau. Ah, jetzt habe ich's. Krass. Was würde passieren, wenn ich das trinke? Ich trinke das jeden Tag.
Ah, ist das dann auch quasi gesünder? Das, also was heißt gesünder? Also ist es auf jeden Fall nicht verkeimt und es ist... Ganz genau, es ist auf jeden Fall nichts mehr drin, was dir in irgendeiner Form schaden kann. Es ist deswegen nicht unbedingt besser, aber du kannst es sehr wohl trinken. Es ist einfach nur ein sehr reines Wasser. Darf ich das gleich mal probieren? Ja, ja klar, natürlich. Cool, wir hätten das vielleicht mitbringen sollen. Wir müssen vielleicht gleich mal schneiden und das mal kurz ranholen, damit ich das mal probieren kann. Aber wie ist das denn, wenn du das jeden Tag trinkst? Wie ist das denn in der Produktion? Ist das nicht auch sehr aufwendig und müsste eigentlich auch sehr teuer sein? Es ist wirklich sehr aufwendig, also es ist sehr aufwendig von der Herstellung und es ist das Abfallprodukt, also wir haben sehr viel Abwasser dadurch, weil natürlich die Filter ganz anders gereinigt werden, aber wir haben das Glück, wir produzieren das Wasser in der Schweiz, wir bekommen in der Schweiz das Wasser sehr, sehr günstig, das ist nun mal so, es ist viel günstiger als in Deutschland zum Beispiel und da es ein Verbrauchsgegenstand sein soll, also auch für uns, sind wir bei 5 Liter bei ungefähr 8 Euro. Und wenn wir beides hochrechnen, ist es für einen Tätowierer pro Tag circa 4 Euro. Dann kann man schon sagen mit, hey, Sicherheit für den Tätowierer und für den Kunden und für alles, was irgendwie kommt, ist es ein Vorteil. Weil bei den, um überhaupt darauf zu kommen, wieso wir das machen, die Mykobakterien, die eigentlich im Wasser enthalten sind, die tauchen erst auf, wenn das Tattoo verheilt ist. Also die können 6 Monate später auftauchen. Und da bringt kein Tätowierer oder nicht mal der Kunde, bringt er das dann in Verbindung, dass irgendwas mit dem Tattoo dann nachher schiefgelaufen ist. Und dann hat er wirklich juckende rote Pusteln. Die Bakterien sind leider multiresistent. Es gibt momentan kein Antibiotika, das sie wieder beseitigen kann. Und hat dann sehr, sehr lange Zeit ein riesengroßes Problem. Und das nur aufgrund von Wasser. Das ist krass, da macht man sich gar keine Gedanken drüber. Wie kommt man denn darauf, sich darüber Gedanken zu machen? Die Problematik, die besteht wirklich schon viel länger. Und bei uns in der Schweiz, da war eben Kanton Zürich der Vorreiter, was für die Tätowierer das normale Wasser verboten hat, von einem Tag auf den anderen. Mit Begründung und eben auch anhand von Statistiken. Also sie können eben alles nachweisen, dass sie sagen, mit, hey, okay, das und das ist passiert. Und aus diesem Grund wollen wir nicht mehr, dass das normale Wasser verwendet wird. Jetzt haben wir aber ein Problem in der Schweiz, dass das sterile Wasser ist in der Schweiz ein Medikament. Und mit Medikamentenzulassung ist es für nichtmedizinisches Personal, kannst du es nicht kaufen. Jetzt hat natürlich der Gesetzgeber schon gesagt, mit, hey, wir besorgen euch eine Apotheke, darüber könnt ihr das beziehen. Aber das gibt es nur in Ampullen, größere Gebinde sind eigentlich nicht gedacht für Tätowierer. Und darum haben wir uns dann damit beschäftigt und eine Lösung gesucht. Wie bist du denn, also bist du selber auch Tätowierer oder bist du Chemiker, Physiker, irgendwas? Also ich bin Pearson, das ist jetzt seit über 20 Jahren und beschäftige mich von jeher mit Hygiene. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und dann war das natürlich leicht, das in die Richtung zu gehen. Ja. Also weil es einfach sehr interessant ist für mich. Ja. Und hast du auch von Anfang an den Weg des Piercers eingeschlagen oder hast du noch vorher Umwege über andere Ausbildungen oder so gemacht? Oder war es direkt dein Ding? Naja, also nach meiner Armeezeit habe ich mich selbstständig gemacht als Piercer und das war 1996 und seitdem bin ich in dem Job. Ja, dann kennst du dich natürlich auch schon sehr gut aus, ne? Das ist so. Ich mache es lange genug mit, ja. Genau. Du weißt, was sie gebraucht haben. Auf jeden Fall, das, was auf jeden Fall in Zukunft kommt, weil das Problem können wir nicht wegdiskutieren, wird mit der Wasseraufbereitung eben nicht beseitigt. Es ist ja auch nicht schlimm, wir können das Wasser ja trinken. Wir dürfen es nur nicht in unseren Körper bekommen auf anderem Weg. Das ist das einzigste Problem. Habt ihr denn, müsst ihr die Leute noch sehr überzeugen oder sind die direkt so, ah ja klar, macht Sinn, machen wir? Naja, es ist wie mit allem, natürlich müssen wir die Leute überzeugen, weil jeder sagt mir, ja, habe ich noch nie gehört, ich mache das schon so lange, bei mir gibt es keine Probleme und ja, man kennt es ja mit allem, was irgendwie dazukommt und bis zum gewissen Punkt kann ich es auch verstehen, was heißt mit, ja, was sollen wir denn noch machen, ne? Weil es sind Tätowierer, das Tattoo-Business, das gibt es schon ewig. Und es ist ja noch niemand daran gestorben, ne? Aber es wird einfach immer mehr und es wird immer schlimmer. Und einer ist gestorben, der ist mit einem frischen Tattoo im See, im Meer schwimmen gegangen. Das ist eigentlich auch cool, weil es waren auch Bakterien. Das ist nicht cool. Also für ihn leider nicht. Aber eben, es kamen auch durch Wasserbakterien mit dazu. Und man unterschätzt einfach solche Sachen, ne? Und jetzt gerade in dem Punkt ist es eben so, dass wenn es direkt danach passiert, also wenn du eine Pflege verwendest, gegen die du allergisch bist, dann fällt es sofort auf. Und dann gehst du zu deinem Tätowierer und sagst, es ist scheiße hier. Aber wenn es irgendwie 6 oder 9 Monate später kommt, dann bringst du das einfach nicht mehr
damit in Verbindung. Selbst die Ärzte bringen das oftmals nicht mehr mit dem Tattoo in Verbindung. Ja, ja. Und darum sind dann immer so Sachen mit, ja, habe ich noch nie gehört oder das ist mir noch nie passiert. Aber ich hatte gestern zwei Leute am Stand, die hatten Mykobakterien durch Tattoos und die sind gar nicht begeistert wegen dem. Ne? Aber wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt euer Wasser kauft und man geht da auch sehr gewissenhaft vor und alles ist super und alles ist steril, dann geht der Kunde nach Hause und duscht sich. Ist ja Mist. Im Endeffekt ist es wirklich genau ein Problem, was auch das betrifft, weil natürlich auch da wieder das Wasser ist. Ne? Aber je länger natürlich das Tattoo verheilt, desto besser ist es, desto mehr schließt sich das. Wir haben aus dem Grund auch eine eigene Pflege, die genau darauf basiert. Ne? Also die dann auch für den Kunden jedes Mal wieder den gleichen Zustand herstellt. Das heißt, es wird wirklich alles eliminiert, was körperfremd ist. Es greift nicht deine Haut oder deine Flora von deinem Körper an, sondern es geht nur auf alles Körperfremde. Also ich würde dann halt da zum Tätowierer gehen, der würde dieses, wie heißt das eigentlich, das Produkt? Pure Water von Hydrolik, genau. Okay, ja, das müssen wir auch mal sagen. Wenn er das dann angewendet hat und ich gehe nach Hause und ich nehme dann noch was von der Pflege mit. Ich gehe dann ganz normal duschen und danach sprühe ich mir das dann immer drauf. Und das macht auch wieder dieses, was du gesagt hast, wie das genau, auch die das Behältnisse. Genau das Gleiche. Na? Also okay. Es gibt eben als Spray, als Gel fürs Tattoo, wo es mit drauf kommt und stellt einen sterilen Zustand auf der Haut her. Also wenigstens für den kurzen Moment, aber eliminiert eben alles, was damit drauf ist. Okay. Und wie lange würdest du dann empfehlen, dass man das drauf macht? Die Pflege? Ja. Also ganz normal, so wie macht eigentlich jeder Tätowierer genau gleich. Das sind so 2 bis 3 Wochen, wo du das pflegen solltest. Aber dann ist es gut. Aber wie gesagt, je länger das Tattoo verheilt, desto mehr schließt sich ja die Haut und desto weniger Zugang hast du eigentlich damit rein. Und hast du so die ersten paar Tage überbrückt, hast du schon sehr viel erreicht. Ja. Sehr gut. Wie lange machst du das schon? Also wie lange ist das in der Produktion gewesen, dass du diese erste Idee hattest bis heute so ungefähr? Letztes Jahr damit angefangen. Ja, letztes Jahr. Naja, wir haben ja keine Zeit. Also das Problem ist, wir haben ja wirklich keine Zeit. Also in der Schweiz, eben, wenn der Gesetzgeber dann auch sagt, du darfst anders nicht mehr tätowieren, dann ist das einfach ein Problem. Dann kannst du nicht sagen, jetzt bist du erstmal gucken und mal suchen und hin und her. Es ist ein Problem. Und darum war man natürlich schon bedacht, das so schnell wie möglich hinzubekommen, klar. Was bedeutet wir? Also ich stelle mir vor, du bist jetzt im Studio und pierst, ne? Ich mache nur noch das Wasser momentan. Okay. Aber vorher, du bist, also, ne, und dann erfahrt ihr davon und dann sagst du und du herkommen, wir machen jetzt einen Arbeitskreis, oder wie war das? Nein, das nicht, also es ist ja schon, also bis zum gewissen Punkt muss ich natürlich auf andere Leute zurückgreifen, ne? Weil ich habe eigentlich nichts selbst neu erfunden, sondern ich habe immer nur die Leute irgendwie zusammengebracht, die mir dann eben ein Produkt machen konnten, wo es dann heißt, das ist genau das, was wir brauchen. Ne? Ja. Und so ist es eigentlich entstanden. Und wie muss man sich die Produktion vorstellen? Habt ihr dann eine große Fabrikhalle? Also ich sinniere einfach mal. Eine große Fabrikhalle, dann kommt das Wasser aus dem Hahn und das läuft durch so eine Maschine und hinten kommt dann kommt das dann raus. Ehrlich. Also es kommt hinten wirklich sehr langsam raus, wirklich sehr, sehr langsam raus. Läuft dann in große Tanks mit rein. Ja, eben diese Tanks sind dann auch wieder gesichert, dass sie eben auch keimfrei bleiben. Das wird über UVC-Licht gemacht. Und ja, dass bis zum Abfüllen wirklich gewährleistet ist, mit das, was wir abfüllen, ist keimfrei. Ja. Und selbst wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, eine ausgelutschte Fanta-Flasche hinstelle, wenn das Wasser da reintropft, dann ist wieder alles gut? Nein, wenn das normale, also unser gereinigtes Wasser da mit reinkommt, dann wird das gereinigte Wasser eher kontaminiert. Okay. Genau. Nur wenn wir den Zusatz da mit reinmachen, dann ist immer noch Fanta mit drin. Aber wenn Bakterien, Viren oder sonstiges mit drin wäre, das wäre dann natürlich raus. Okay, und was ist, wenn ich jetzt Leitungswasser nehme und nur den Zusatz nehme und reintue? Das würde theoretisch auch funktionieren. Ja. Also wir haben das auch getestet, aber wir können das eben nicht verallgemeinern, weil das Wasser in Berlin ganz anders ist wie in Hamburg oder wie in Stuttgart. Und es kommt dann eben immer drauf an, also wir kriegen zwar, wir haben auch die Werte von den Wasserwerken, was sie abgeben, aber wenn du jetzt im Altbau wohnst und bis das Wasser aus deinem Hahn mit rauskommt, kann es ganz andere Werte haben. Theoretisch, wenn ich die Wasserwerte hätte von jedem Einzelnen, dann könnte ich sagen, wenn du so und so viel von dem Konzentrat damit reintust, dann würde das auch funktionieren. Ja. Aber das wäre wirklich sehr mühsam und es würde sich gar nicht lohnen. Ja. Und
Ja, und das dann einfach so zu pauschalisieren wäre dann auch wiederum falsch, ja. Weil dann würden wir eine Aussage tätigen, die wir nicht einhalten können. Und mit unserem Wasser können wir dann natürlich garantieren, es ist genauso. Okay, und du sagst gerade, beim normalen Betrieb ist ein Tätowierer mit 4 Euro am Tag dabei, habe ich es richtig verstanden? Das müsste ja eigentlich. Also wenn wir damit rechnen, dass ein Tätowierer, also ich habe jetzt mal überschlagen, dass ein Tätowierer circa 1 Liter Wasser pro Tag zum Arbeiten benötigt. Genau, er hat 0,5 Liter in eine Squeezeflasche, hat 200 Milliliter in so einem Becher mit drin, machen wir ein bisschen Aufschlag mit dazu, aber mit 1 Liter kommt man irgendwie hin. Und 20 Milliliter eben als Desinfektion mit dazu. Und dann sind wir bei den 4 Euro pro Tag. Das ist doch, also ich finde, das klingt vernünftig. Mich hast du überzeugt, ich bin aber auch kein Tätowierer, deswegen. Nein, aber mit dem normalen destillierten Wasser, oder das, was eben als destilliertes Wasser, ist ja nur entmineralisiertes Wasser, angeboten wird, kostet auch irgendwie 2-3 Euro. Ja, ne? Von daher ist es nicht 4 Euro teurer, sondern nur 2 Euro. Ganz genau, weil das andere Wasser bräuchte ja so oder so. Ne? Also, wisst ihr Bescheid, für die mit Trinkwasser 4 Euro mehr, für die mit destilliertem 1-2 Euro mehr. Das kriegt ihr hin. Ich frage immer am Ende, ob ich noch was vergessen habe zu fragen, ob du noch was von dir aus erzählen möchtest oder ob alles gut ist. Ich denke nicht, also ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt. Sehr gut. Ja, guckt auf die Seite, da steht noch ganz viel mehr und viel Zahlen und Werte und bla bla bla. Genau, sag am Ende nochmal bitte den Namen. Und Hydrolyk, Hydro, L-I-Q. Okay, und dann Pure Water, ne? Oder Pur. Nein, hydrolyk.ch und die Produkte sind dann darunter geteilt. Alles klar. Pure Water, Inkkonzentrat. Das gleiche haben wir auch für die Luft, weil wir sie einatmen können. Also wir haben noch so einen Zusatz gemacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Ach, ihr wollt die Luft jetzt auch desinfizieren? Nein, also die Mykobakterien gelangen in unser Körper schädlicherweise durchs Einatmen oder durch Verletzung. Cholera und Pest sind so übertragen worden. Ne? Und wir haben jetzt eben auch eine Möglichkeit gefunden, dass wir die Luft reinigen können. Da kommt noch ein bisschen was in der nächsten Zeit, aber... Wir werden uns ja bestimmt noch mal zwischendurch sehen und dann werde ich weiterfragen. Okay, vielen lieben Dank fürs Interview. Gerne.